Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crusader Kings, dem Herr der Ringe Modpack mit Gun Blub zusammen. Hi. Ja, die ersten drei Folgen liefen schleppend, aber heute in der Folge und in der Aufnahmerunde wird es wahrscheinlich besser werden bei mir, hoffe ich. Außer ich baue wieder Scheiße. Ja, der gute Blub geht zur bösen Seite über, wie ich gehört habe. Ja. Alter. Untotenarmee. Hallo. Ja. Ich muss erstmal meine Grafschaft umbenennen. Was sind das für ein Gefühl? Ja, ich hatte in den ersten drei Folgen, in dem ersten Stream, ein paar Fehler gemacht. So sieht's nämlich aus hier. Jetzt ist aber wieder alles positiv. Weißt du, was du jetzt getan? Gothic. Oh, Gothic. Grafschaft Gothic. Ich möchte kurz mal anmerken, jetzt wo ich das Thumbnail kenne, ich bin nicht böse. Ich möchte es hier fürs Protokoll festhalten. Natürlich. Nein, das alles gut. Du bist nicht böse. Nein. Alles ist gut. Ich kämpfe hier. Ich werde Saruman in den Arsch treten. Ich werde ihn auf meinen Schoß setzen, seinen Rock hochziehen und ihn spanken. Das will ich mit Saruman machen. Oh, da habe ich Bilder im Kopf. Oh Gott, da habe ich Bilder im Kopf. Die werde ich nie wieder los. Oh. Ja, dann machst du mal ein neues Thumbnail? Ich mache ein Thumbnail nur für diese vierte Folge. Wenn ich hier mal gerade drüber gucke, Saruman, das war sie jetzt, weil da bleibt man gewöhnt, geschwaltig, Alter. Vielleicht mache ich ein Thumbnail, ein extra Thumbnail nur für diese vierte Folge. Warte, ich notiere mir das gleich. Weißt du, was das Belastende ist? Okay. Wir lassen schon mal hier loslaufen, so sagte, weil damit ein bisschen was passiert. Ich werde heute ein bisschen ausbauen, mein kleines Gebiet mitten in der Pampa. Ich bin pleite, oh shit, Alter. Du hast jetzt dasselbe Problem wie ich in den ersten drei Folgen. Jetzt hast du die Scheiße nämlich auch gemacht. So, ich werde hier ein bisschen umbauen und versuche noch ein bisschen mehr Gold-Income zu machen. Dafür brauche ich aber erstmal ein bisschen was. Farm in Fields. Klingt schon geil. Oh, reduziert die Kosten für Feste. Oh, das ist auch geil. Hunting Grounds. Hallo? Macht er das nicht? I don't know. Bei mir steht alles. Bei mir. Hallo, wir sind zurück. Nach einer halben Stunde oder so. Ja, wir sind zurück. Holy shit. Ey. Das war ein Krampf. What the fuck, Alter? Wieso muss man... Das ist echt behindert. Wieso muss Paradox so scheiße sein und seine eigene dreckige Scheißplattform einführen, die mit Steam verknüpft sein soll, und dann kriegen sie an einem Samstagnachmittag nicht hin, dass die Server laufen. Boah, fliegt alle 5 Sekunden raus, ey. Ja, das machen halt leider viele. Eigene Launcher ist halt... Wir lassen das jetzt mal loslaufen. Ach, guck mal, jetzt macht mein Dude hier auch was. Increase Country Control und Promote Culture. Das hat eben nicht gestartet. Weil ich halt rausgeflogen bin. So. Normal Speed, ja, du kommst hinterher. Es funktioniert. Okay. Jetzt scheint es zu gehen. Alles klar. Ja, 4-5 Minuten mehr wahrscheinlich. Let's go. Denken wir positiv. Immer positiv denken. You can declare war. Ey, Königreich, geh mal Tochter her zurück, ey. Sonst schicke ich mir mal ein paar Unnote rüber, du Spasti, ey. Oh, hallo, ganz ruhig. So, wie sieht das denn hier aus? Wie geht's denn den Wölfen hier? Oder warte mal, was mache ich hier? Ah, hier. Die Bären sind in 5 Monaten weg, okay? Ja, das würde ich dann auch gerne ein bisschen, also ich würde gerne erstmal vielleicht noch doch was upgraden jetzt im Endeffekt. Wo waren wir eigentlich vor uns beim Labern? Ich habe schon wieder... Wir waren irgendwo, wir wollten irgendwas... Ich hab gesagt, dass ich Saruman spanken will, oder? Du willst Saruman spanken. Und dann? Da war noch irgendwas. Da war noch was. Weiß ich nicht. Wieso bin ich jetzt noch mehr Minus? Ich weiß es nicht. Scheiße. Alles nicht gut. Nee. Sehr ungut. Könnte man das upgraden? 250 kostet mich das. Ich würde gerne vielleicht Hunting Grounds. Wobei da wäre es halt. Die Geschwindigkeit leckt bei mir. Also ich sehe es halt jetzt schon, dass es leckt. Und dann macht doch ein bisschen runter. Ist doch kein Ding. Kann es ja nicht. Hey, ja, doch, kannst du. Hey, wenn ich daraufhin passiert halt nichts. Hey, du hast es doch gestern eingestellt. Nein, die Geschwindigkeit habe ich nie eingestellt. Oh, okay.
Okay, ich mache jetzt hier unten mal ein paar Hunting Grounds hin. Construction. Wir gucken mal, dass ich hier ein bisschen erstmal, ne, ein bisschen Puffer mir mache. Hey, Charlie, hast du ein bisschen Geld für mich vielleicht? Nee, ich habe gerade nur noch 4 Gold. Ich kann dir 4 Gold rüberschicken, geil. Ich mach eine fette Karawane für 50 Gold, schick da 4 Gold rüber. Kein Problem. Können wir machen. Alter. Also. Ich habe mich ja gerade so ein bisschen umgeguckt, ne, während wir hier so rumgedümpelt haben. Darf ich dein Augenmerk auf Gundabad lenken? Mein Augenmerk auf Gundabad, aber sehr gerne. Gundabad. Das hat sich ein bisschen ausgebreitet, Gundabad. Lustigerweise ist es jetzt wieder kleiner geworden. Das hatte noch wildes Land da, also in den Bergen noch. Das hat es jetzt wieder nicht mehr. Wahrscheinlich können wir das auch nicht halten, ne? Nicht lange. Alter, was ist denn das für ein kleiner Knubs hier mit 2700 Goblin-Orts, oder was das da ist? Über Gundabad, ey. Und ja, hier und auch nochmal Tau, Alter. Unten drunter ist auch nochmal einer mit 2900. Wie viele da, ja, wie ja. Viele da sind, ey. Ja, da sind echt viele. In diesen Bergen da oben sind echt sau viele. Da sind aber auch einige Zwergenstämme. Guck mal bitte. Die sind weg. Und es bringt mein Gold nichts. Scheiße, Tan, ich bin wach, ey. Guck mal bitte bei Gundabad. Auf dem Berg kam nach rechts rüber. Stress. Ich muss ganz schnell Wölfe entfernen. Also wenn du bei Gundabad bist, rechts auf dem Bergkamm entlang. Da kommt erst ein kleines Pinöbel, Schiefdom auf Trafalgar. Und der nächste kommt dann ein kleines Zwergenreich. Guck dir mal die Zwergin an. Schon krass, ne? Schon Vollbart. Schon. Und die kann aber richtig krass saufen, ey. Holy moly, Alter. Die kann ja mehr saufen als du, Tan. Hä? Das ist der Typ, ne? Der saufen kann. Die ist psychisch am Ende. Die ist besessen. Ach so, lol. Oh. Die ist besessen, die ist psychisch am Ende. Ja, okay, das kann man jetzt, also das ist jetzt. Hier mal kommt's. Oh, meine Tochter ist erwachsen. Okay, woher krieg ich Geld? Weiß ich nicht. Das ist eine sehr relevante Frage. Halleba. Guck mal zum Erebor. Warte, ich muss gucken, dass ich irgendwie Geld bekomme. Was ist das? Wo haben die ausgebuddelt? Was ist mit dem Erebor? In welcher Höhle haben die den gefunden? Geh mal mit dem Erebor. Dann hast du über dem Erebor noch das Erebor-Gebiet. So ein bisschen, ne? Ja. Da oben drüber sind zwei kleine Pinöbel. Guck mal auf das Rechte. Guck dir mal die Dinger an, die da regieren. Wolltest du nicht ursprünglich? Alter, das sind Kannibalen. Ja, was ist das? Was sind das für Dinger? Ja, das wohnt da oben in den Bergen. Und jetzt stell dir mal vor, die Karte geht noch weiter. Was glaubst du, dass da zu Tage kommt? Ich bin wieder rausgeflogen. Nee, es läuft weiter. Oh, da. Hä? Also, oh, ich hoffe, die machen das noch weiter, dass es da oben noch weiter geht. Fände ich schon geil. So, ich bin ja beim Herrn guten Aragorn im Rat. Als seine Spionagemeisterin. Darum könnte... Post left! Geil, ich bin schwer rausgeflogen. Darum könnte ich den Aragorn umbringen. Und ich beende mal wieder meine Aufnahme. Ach, Pearl, das ist doch toll, Leute. Das ist nicht dein Ernst. Bock, echt, oh fuck. Ich bin rausgeflogen wieder. Oh, Pearl, das ist echt anstrengend. Wow. Ah. Tag. Wieder 10 Minuten später. Es ist wirklich, also wow. Kann jemand mal das Paradox Hauptquartier irgendwie ein bisschen Scheiße besprühen oder so? Ich lass mal loslaufen, ja, auf so langsam. Okay? Bist du bereit? Mach, es wird in 5 Minuten mehr vorbei sein. Ja, du holst. Okay. Gestern haben wir 2 Stunden, also gestern war die erste Aufnahme der ersten 3 Folgen. War im Stream und da lief auch alles. Da hat das alles hier hingehauen, aber heute ist irgendwie. Heute ist besonderer Tag oder so, keine Ahnung. Mal gucken, wie lange es jetzt hält. Das wird eine verdammt gestückelte Folge. Und ich habe eine Vermutung, dass es. Bei Blub im Titel nicht gut rüberkommen wird. Wobei, eigentlich glaube ich, liegt es an so ein paar Mini-Discs und dass ich da kurz bei Steam rausfliege, das ist eigentlich nicht schlimm. Man fliegt deswegen nicht aus irgendwelchen Multiplayer-Partien raus. Aber Paradox scheint damit ein riesiges Problem zu haben, weil dann geht die Verbindung zu ihrem eigenen Account, den eh keine Sau benutzen will, flöten und dann fliegt man aus allen Paradox-Spielen raus. Obwohl Steam damit keine Probleme hat mit so Mini-Disconnects. Also im Endeffekt gibt's auch Country Control. Ja. Warte mal, Low Country Control, wie sieht denn die? Wie hast du dir Geld geliehen in der letzten Session? Da kam einer an, wollte mir, hat mir Geld verliehen in so einem Event.
Nur ich sollte es ja halt irgendwann zurückzahlen. Ich bin da wieder nur drüber geflogen. Ich wollte jetzt nicht genau wissen, warum die mir jetzt unbedingt Geld leihen wollte, aber ich dachte mir so, ich brauch's, ja, ich guck ja nicht ins Maul da, ne? Schenken Gaul, guck mal nicht ins Maul und so. Hab eigentlich auch wollte der es auch eigentlich nicht wieder zurückgeben. Aber zu der Zeit, wo sie dann ankam, nach dem Motto, ich hätte mein Geld wieder, ging es mir wieder richtig, richtig gut. Da dachte ich mir so, ja, okay, komm, kriegst dein Geld wieder. YOLO. Ja, verstehe. Ja, dann habe ich noch einen zum Duell herausgefordert und da habe ich auch nochmal 75 Gold gewonnen. Das hat mich sehr aus den Schulden versucht, so raus zu katapultieren. Das ging ganz gut. Ich steige mal mit meinem Mann in die Kiste. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Finde ich auch. Ich habe schon 7 Kinder. Läuft. Ich habe trotzdem nur einen Sohn, ne? Okay, das Problem ist, ich muss jetzt wieder raiden. Der ist richtig scheiße eigentlich. Der Sohn ist richtig scheiße eigentlich. Weil ich enterbe ich den dann, wenn ich einen besseren Sohn bekomme. Mal gucken. Kick war mal. Haben die eigentlich irgendwelche guten Perks bekommen? Okay. Gar nicht. Aber die haben alles. Lol, Raiden könnte ich auch gehen, aber die sind alle zu stark für mich. Der einzige Grund, wieso ich noch nicht pleite bin, weil ich hier mal Raiden gehe. Ich krieg auf den Deckel, wenn ich Raiden gehe. Das kann ich nicht machen. Ja, du kannst es leisten da. Übrigens hat sich Sauron schon wieder ausgebreitet. Saruman. Ich sag mal Sauron, Alter. Doch, er hat sich da ein bisschen nach Süden. Nein, hat er nicht. Doch, hat da wohl. Nein, hat er wohl. Kannst du mal aufhören wie mit dieser Schwarzmalerei? Ist keine Schwarzmalerei, wo sein Land schwarz ist, aber ist das so eine Schwarzmalerei? Aber er geht schon hart nach Süden gerade. Was ist das denn jetzt? Hat er sich übelst viele Söldner gekauft, um mich jetzt hier ich hab Untote. Oh scheiße, Alter. Ist der jetzt stärker wie ich? Stärker als du? Wer Alter, verpiss dich! Verpiss dich! Junge, verpiss dich, ich warn dich. Lass es! Hör auf! Wer hat sich... Ich raid dich doch nur, Alter! Jetzt gibt's den übelsten Megastoff, weil ich ihn raide. Wo raidest du? Auf der anderen Seite? Meinen südlichen Nachbarn. Aber gegen diese Untote hast du keine Chance! Motherfucker! Untote! Alter, ist das eine Schlacht! Es gibt hier nur 30 Gold! Also ich kann jetzt schon sagen... Mach ihn weg, ich bin gleich pleite, schneller! Je nachdem, wie diese Staffel ausgeht, ja? Die dritte Staffel werde ich auch mal eine Zauberin spielen, weil ich habe echt Bock da drauf. Ich will mal gucken, was da so abgeht. Also dritte Staffel definitiv Zauberei. Bei mir. Habe ich Bock. Vielleicht haben wir da ganz hier oben oder so. Schauen wir mal. Dann breiten wir uns hier in den nördlichen Gebirgen einfach aus. Jawohl, Alter! Gucken wir mal, wie wir das machen. Ey, ohne die Untote hätte ich so verkackt, ey. Der hat sich Söldner gekauft, aber meine Untoten sind einfach zu strong, ey. Das ist krass, dass sie so strong sind. Ja, es sind halt viele, ne? Mhm. Die Masse macht's. Masse statt Klasse. Ach ja, die Titel alle inne, oder was? Können wir jetzt nicht einfach Elronds Königreich unterwerfen? Das wäre okay für mich. Guck doch mal, ob was er so an. Also, wie er so ringmäßig bestückt ist. Elrond, ja, soll ich mal gucken. Was kann der denn so? Elrond hat einen Ring. Nee, warte mal. Was ist denn das hier? Ist das ein Ring? Nee, es ist kein Ring. Nee, er hat einen Ring. Er hat einen Ring, eine krasse Krone. Der hat schon sehr geilen Scheiß, ey. Damit hat er geilen Scheiß. Kann man dem einfach den Ring klauen? Das wäre witzig. Ani, bitte. Elrond. Elrond. Sehen wir, da gucken wir, ob der Ring weg ist an seinem Finger. Das ist ja schon ein bisschen. Oh, Tani, verehrte. Wo ist mein Ring? Ja, genau. Hatte ich die eben noch einen Ring? Hatte ich nicht eben noch einen Ring? Ah, what the fuck? Alter, das ist das. Also, ich habe keinen Ring gesehen. Hier ist ja keinen. Ja, was ich noch sagen wollte, du wolltest ja Sarumons banken, ne?
Ja. Ich glaube, das kriegst du hin. Also er steht auf Männer, also du kannst das probieren. Ich glaube, das funktioniert. Hab ich doch gesagt! Ich hab gesagt, dass der gewachsen ist. Gucken, was er als nächstes macht. Schwierig heute alles hier. Wie viel Perks er einfach hat, ey. Holy shit. Schade, dass das nicht so, geht. Wie viel Gold habe ich denn? 56 Gold habe ich erbeutet. Das ist schön. Sag mal, Aeron. Warum kann man denn mit den ganzen coolen Charakteren nicht in die Kiste steigen? Ich finde das nicht okay. Sheriff Pyle, ja. Ich muss mal kurz pausieren. Gehe ich jetzt hier Whisky und. Whisky. Ferdibrand Tuck. Moment mal, Ferdibrand Tuck, das sagt mir was, der Name. Wieso sagt mir Ferdibrand Tuck etwas? So, ich baue mal einen neuen Markt. Jetzt muss ich aber auch sofort weiter raiden gehen. Du? Ja? Ferdibrand Tuck. Ja. Das klingt irgendwie vertraut, oder? Ja, die Tux, also, ne, Ferdibrand Tuck sagt mir jetzt vielleicht nicht mehr. Irgendwie klingt das so bekannt irgendwie. Na, vielleicht wegen Tuck an sich. Alter! Familie, ja, der Tux. Oh nein, wie bin ich hier rausgeflogen? Tani, pausier mal bitte. Es ist schon pausiert, bei mir bist du nicht rausgeflogen eigentlich. Ja, dann bin ich rausgeflogen. Wieso, bei mir bist du nicht rausgeflogen? Ja, bei mir pausiert es nicht und mein Spiel steht. Ah. Ich versuche jetzt doch gerade irgendwie was auszuwählen. No. Ja. Geil, ja, danke schön. Wie heißt ein Frodo mit Nachnamen eigentlich? Beutli. Das muss ich kurz überlegen, Alter. Alter, nein, ich habe gerade was Wichtiges gemacht. Oh nee, ey, was soll denn das? Ich kam gerade nicht auf Beutlin. Kann ich denn jetzt nachgucken? Warte mal, ich bin jetzt in der Partie. Mir kann doch keiner erzählen, dass ich jetzt nicht Paradox sagen kann. Ich möchte mich jetzt wieder einloggen. Also du bist noch gar nicht so weit nach hinten. Du bist nur so 3 Tage nach hinten oder so. Also hey, das höchste. Ich bin im Account. Hier steht im Spiel. Ich bin im Account. Bei mir bist du auch nicht rausgeflogen. Vielleicht leckt es einfach nur gerade. Soll ich mal einfach weiterlaufen lassen? Vielleicht... Das Spiel ist tot. Ich weiß es halt nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wo man da am besten... Ja, dann lass mal weiterlaufen, weil mir ist das Spiel tot. Okay, ich lass laufen. Ja, geht nicht. Mein Spiel ist tot. Ja, bei dir ist es wieder Stillstand. Ich sehe es gerade. Ich habe wieder angehalten. Oh, Alter! Ich bin halt laut Paradox so immer rausgeflogen. Ich sehe mein... Ach. Das ist echt dumm. Oh Mann, dumm. Alter, ey. Ich mach nochmal einen Schnitt. Das ist wirklich dumm. Okay, ja, dann mache ich den jetzt auch. So, wir sind wieder da. Wir sind zurück. Okay, man let's macht go. Spaß mit Paradox. Es ist schon echt heavy. Was ist das für ein Secret? Ich muss raiden gehen. Alter, das ist so wie. Bearsch. Ich würde. Alter, ich hab hier gar kein Gold. Ich würde gerne raiden gehen, aber ich kann. Scheiße! Nicht. Ich hab einen Markt gebaut, das hab kein Gold. Ich kann jetzt nicht mehr raiden, die haben all nichts. Fuck. Okay. Ich spare jetzt wieder mein Geld. Also ich habe in der Folge einen Markt schon mal gebaut in meiner kleinen Nebenstadt. Ich spare Geld. So, ich lass mal weiterlaufen. Scheiße, Mann, Alter. Ich hab ein richtig fettes Problem. Das ist schlecht. Der Markt war nicht so smart, wie ich dachte. Hast du noch ein Kind oder so? Dass wir mal irgendwie ein Bündnis machen könnten. Bitte? Ich hab Stress. Du hast ja noch so einen Sohn. Was denn mit dem? Ja... Der ist vorhanden. Nein, nicht! Was mache ich denn jetzt? Nein! Oh nein, was habe ich gemacht? Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe zu früh losgeschickt. Sie waren noch nicht ausgehoben. Ja, scheiße, dann lauf weiter, ey. Wie alt ist denn er? Er ist 7.
Er hat nur 3 Gold. Hättest du noch ein Mädel für mich? Dann könnte man das wieder so machen. Du hast kein Mädel? Scheiße. Nein, das ist weg. Muss ich jetzt wiederholen irgendwie. So. Gut, dann mache ich das schon mal so. Das geht in dein Haus dann, ne? So. Ich hab dir was geschickt. Dass wir schon mal eine Verbindung auch jetzt endlich mal zusammenkriegen hier. Mein Sohn und deine Tochter? Mhm. Ich habe extra bis aufs Alter geguckt, damit das hier nicht komplett weird wird. Dein Haus Gelaschu, ist es mein Haus? Ja, müsste deins sein. Meins heißt nicht so. Chieftain Sardas of Gossek. Der Name ist so geil. Bester Name. Glashu bist du, ja. Glashu. Wo ist gerade Frodo? Er müsste ja schon eine Weile unterwegs sein eigentlich, oder nicht? Nein, der ist. Es gibt diese Gemeinschaft hier noch nicht. Ja, aber rein zeitlich müsste er doch los sein. Nein, der ist einfach im Shire und chillt da. Du kannst ihn ja suchen, der ist da. Aber der läuft da nicht weg. Wahrscheinlich. Du hast mich nicht verstanden. Du hast nicht verstanden, was ich meine. Wo wären die jetzt zu dem Zeitpunkt? Hallo. In Bre sind sie ja bestimmt schon durch. Oder sind die vielleicht erst in Bre? Also wären sie erst in Bre? Ich versuche das halt zeitlich so ein bisschen immer einzuordnen im Kopf. Wie weit wären wir jetzt gerade in den Film? Wo wären die jetzt gerade? So, das, ne? Du verstehst nicht, was ich meine. Ja doch, aber... Naja, nee, aufgrund deiner Antwort eben nicht. Lol, das sind alles Kiffer. Das ist ein Kiffer, der kann nicht heiraten. Wieso kann er nicht heiraten? Okay. Okay. Wahrscheinlich ist der irgendwo, ist Frodo hier irgendwo. Ich brauche bloß den Familienstammbaum finden, dann finde ich auch Frodo. Jetzt schon wieder hier Banditen. Hey, ich habe die Banditen weggemacht und es sind hier sofort wie ein Neubandit. Was soll denn das? Lol, Loremaster Bilbo. Ich habe Bilbo gefunden! Loremaster Bilbo of the Shire. Oh. Nee, steht aber nicht Beutlins. Aber Baggins, ist das Beutlins? Soll das das? Ja, Baggins ist Beutlins. Okay, dann ist es das, ja. Ist das ein Bilbo? Nee, hier ist Frodo. Frodo! Oh Gott, ich habe Frodo gefunden. Loremaster Frodo of Hobbiton. Oh mein Gott. Oh Frodo, wenn dann irgendwann ein Update kommt, du bist so am Arsch, sag ich dir. Es gibt noch einen Frodo, einen ganz kleinen Frodo. Vielleicht ist er ja besser. Alter, ich bin im Minus, ich krieg die Würze mal, die Scheiße. Ja, man gewöhnt sich dran. You cannot interfere in time, okay. Oh, jetzt kommen ja auch noch Bauern. Ja, das war bei mir dasselbe Spiel, ey. Das war bei mir halt genau dasselbe Spiel, einfach. Es ist so zum Kotzen. Okay, hier brauche ich überall. Da brauche ich halt viel Gold, wenn ich das machen will, ne? So, bitte ein Discount Tree for 50 Gold. Okay, you must be in. Ja, das kenne ich schon. Ich würde das halt gerne nochmal probieren, ne? Was? The Return of the King! Oh! Oh, die Rückkehr des Königs! Er ist es jetzt wirklich geworden. Was? New Culture Head. Oh oh. Ich ahne schlimme Dinge. Wie kann. Aragorn fragt mich was. Ja, Aragorn ist jetzt hier oben, die Hauptstadt ist jetzt hier oben. Will, dass ich sein. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Hier oben ist jetzt alles Gondor auch geworden. Er sitzt hier oben. Er sitzt hier oben. Sein Hauptsitz ist auch hier oben. Der und er hat. Übernommen alle auch. Ja, der hat auch dein Königreich bei dir da unten. Ja, der hat auch bei dir da unten das gerade übernommen, ne? Er fragt mich auch gerade. Der hat dein König. Mach doch. Ich bin ja auch sein Vasall. Der hat dein Königreich übernommen, ne? Soll ich das machen? Ja, warum nicht? So unter Gondor sind wir dann alle, ne? Ich meine, wir sind trotzdem weit weg von der ganzen Scheiße. Er ist auch weit weg von der ganzen Scheiße, überraschenderweise. Der muss ich ja noch mehr Geld, bin ich ja noch mehr im Minus. Wieso musst du ihm Geld geben? Ja, als Vasall musst du Geld abdrücken und Armeen.
Ja, ja, ist klar. Aber was ist die Konsequenz, wenn er jetzt neben dir hockt? Ob er dann auch so nett ist, ich weiß es nicht. Du bist so eine kleine Grafschaft, ne? Okay, komm, let's go. I don't know. Gondor! Gondor! Überall ist es nur noch Gondor. Adandor. Adandor klingt aber schon schön. Ich finde es lustig, dass er immer noch hier oben sitzt. Oh, er schickt eine 3000er-Armee aus. Direkt Krieg oder was? Gegen wen? Ach. Ja, Junge, das ist... Oh Gott, der wird die Scheiße wieder so verlieren, ne? Der hebt jetzt Armeen hier oben aus. Bei uns. Um dort unten in Mordor an die Grenze zu ziehen. Alter, das ist jetzt ein Joke, oder? Das macht er nicht ernsthaft. Geil ist das denn? Alter, ich kann keine Entscheidung treffen, weil immer was aufploppt, ey. Oh, herrlich. Oh, das ist schon wieder so gut gerade. Ich ahne schlimme Dinge, was jetzt hier abgeht. Oh, das wird richtig behindert werden gleich. Der muss vor allem durch. Ist auch um ins Gebiet durch. Oh Gott. Das wird lustig. Schalalala. Ich hab jetzt schon Bock auf Staffel 3, ne? Ich hab schon eine Idee für meinen nächsten Charakter. Das ist mal Staffel 3, das ist doch noch nicht vorbei hier. Ja, ja, ich weiß, aber mein Kopf arbeitet schon fürs nächste Mal. Ich hab schon eine Idee für den nächsten Charakter. Wenn das hier vorbei ist, können wir direkt mit Staffel 3 loslegen. Vielleicht gibt's da dann auch wieder neue Updates schon. Weil die Staffel wird ja lange laufen, ja, das wird sehr lange gehen diesmal natürlich. Hust, hust. Außer Isengard macht hier noch mehr so Meter. Dann könnte das böse enden. Nein, also ich sehe nicht, dass das hier so einfach ist. Also Rohan hat mehr Armee als Isengard, ne? Also, das geht auch bis ja, darunter. Okay, Gondor geht auch ein ganzes Stück bis darunter. Gondor hat auch unten, weiter im Süden auch noch was. Im Süden? Ja, wenn du die Küste nach Süden folgst, da hat er auch noch was. Ganz unten. Bei Umbar. LOL! Was hat er da hingekommen, ey? Ich hab keine Ahnung. Hi King, Elessa. Hä? Ja. Der hat sich umbenannt. Hi King, Elessa. Er hat sich umbenannt. Ah ja, kommt gerade von einer Party zurück. Der war bei einer Party bei jemandem. Nein, ich möchte nicht mit jagen gehen. Jo, ich geh mit jagen, let's go. Wo wollt ihr jagen gehen? Ach du Scheiße. Ja, ganz oben an der Küste. Vergiss es, da komme ich nicht mit. Wie lange soll ich denn da laufen, Junge? Wer wird gekillt? Wer ist das denn? Ich kenne die doch gar nicht. Brenner Bedü. Ich kann was machen. Ich kann ein Duell machen, wo ich 255 Gold bekomme. Wer ist das? Oh. Okay, warte, wie stark ist der? 1721. Was hab ich? Ich bin stärker wie er eigentlich in beiden. Ey, das muss ich versuchen, oder? Ja, probier's. Alter, das ist, glaube ich, das ist ein König in Gondor, ein großer König mit 5000 Leuten. Wie viel Geld kriegst du? Wenn ich gewinne, 255. Das ist schon nice. Das wäre echt geil. Wie viel, was hat er hier an Kraft, also an Power? Wie gut ist er? Wie gut bist du? Du hast 26. Das solltest du hinkriegen. Ich habe einen besiegt. Bei dem Führungsding habe ich 20, da hat er 17. Also ich bin besser wie er eigentlich. Ich hab einen besiegt. Ich hatte 10 und er hatte 15. Ich habe den trotzdem besiegt. Also probieren kannst du das. Es kann funktionieren. Let's go. Ey, 255 Gold. Das würde halt sehr helfen.
Ist, Bre ist auch dabei. Ja, Bre gehört auch zu Gondor jetzt, Königreich Gondor. Bin ich immer noch in seinem Rat eigentlich drin? Er hat mich aus dem Rat rausgekickt. Der hat einen kleinen Dude dafür genommen. Finde ich nicht okay. Denethor lebt noch. Denethor lebt noch. Lebt er noch? Der ist nicht weg, Denethor. Faramir ist der Loremaster. Loremaster Faramir. Wie cool. Das ist ja geil. Oh, ich habe auch Loremaster. Ich kann jemanden zum Loremaster machen. Ich muss gerade mal pausiert lassen, weil ich hier diesen Kampf mache. Ja, ja. Meine Tochter mache ich zur Loremasterin, oder? Ja, komm. Meine Tochter wird Loremaster. Scheiße, ist der gut, Alter. Der ist richtig stark. Sieben Jahre. Let's go. Es ist halt auch nicht umsonst ein König, ne? Ach du Scheiße. Jetzt sehen wir hier alles. Oh Gott. Oh, ich mach eine fiese Jäger-Taktik. Ja! Ich hab mit der Jäger-Taktik gewonnen. Ich hab heimlich einen Dolch gezogen und ihn gefickt, ey. Wow. Das ist schon assig. Und jetzt ist er verwundet. Oh, ich kenn auch wieder jemanden. Ich hab Gold. Meine Finanzen sind weg, ey. Ich kann auch jemanden herausfordern. Der hat 33. Das sollte ich nicht tun. Ich hab nur einen Titel bekommen. Sadas der Wolf. Bei ihr könnte ich das versuchen. Ich mach mal bei einer. Bei einer Duchess? Vita Queen. Whatever. Versuche ich das mal. Die hat nur 5 Kampfgeschick. Ich hab 10. Das probiere ich mal. Gucken, ob das klappt. Ich gehe direkt rein, oder? Komm, ich gehe direkt rein. Alter, sind die Banditen hier oben krass, ey. Let's go. Scheiße, ich habe verloren, das gibt's nicht. Ich war zu aggressiv. Ja, ich war zu aggressiv. Ach Mann. Hab ich Stress gekriegt und hab eine Narbe. Ach, 115 Boah, Gold waren schon sehr verlockend. Ich musste es probieren. Märkte bauen, ey. Ich musste es probieren. Ich musste es halt probieren. Nein, ich versuche den Stress abzubauen. Ich baue ein bisschen Gold zusammen, dann mache eine Party oder so und dann kriege ich den Stress so wieder weg. Das kriegen wir hin, das ist kein Ding. Set sail. Set sail to open seas. Nein, ich will nicht gehen. Ich will hier bleiben. Ich find's schön hier. Hä? Infizierte Wunde habe ich bekommen. Was? Nein, mach keinen Scheiß jetzt. Hör auf. Hör auf jetzt. Ha, das Geld war zu verlockend. Ich hätte es lassen sollen einfach. Kann ich eigentlich? Schau, das wäre jetzt voll witzig. Ob das weird kommt, wenn ich Sauron frage, ob er meine Tochter ausbildet? Tani. Der wird das sogar annehmen. Nein. Nee, das mache ich nicht, aber das wäre ein bisschen funny. Das wäre schon ein bisschen funny. Vielleicht mache ich das einfach mal in der nächsten Folge oder so. Just for the lulz. Okay, ich hab noch einen Lifestyle-Perk. Was kämpft Aragorn hier eigentlich? Achso, immer noch dieser Krieg da. Aber natürlich, ne? Okay, aber ich würde sagen, auch wenn die Folge gestückelt ist, was echt schade ist, aber hey. Da ist Faramir, das Gebiet. Faramir, du machst das. Wo ist Faramir? Faramir hat das Gebiet, was Sauron gerade angreift. Ach, ist Faramir. Faramir, nein! Faramir, dein Vater liebt dich. Glaub es nicht. Glaub ihm nicht.
Der wird's erkennen am Ende. Ich kann in die Zukunft sehen, ich weiß das schon. Oh, er ist schon. Moment, 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 bevor die Folge beendet. Moment, Moment. Was ist los? Alter, wer bist du denn? Der Großkönig von den Lindon-Elben. Der will mir übelst viel Gold geben, was? Warum? Hallo, ich bin auch eine Elbe. Er will mich bestechen, dass ich ihn Blut fange. Oh, okay. Moment, was mache ich jetzt? Das ist halt. Ich glaube, ich verarsche den Typen. Der kriegt 330 Gold zu 100%. Aber ich fange den Dude gar nicht. Also, ich sag, ich mach's, aber ich vertusche das Ganze. Oh, das ist gut. Das ist gut, dann mach das. Ja, ich mach das. Gar kein Problem, mein Kollege. Alter, habe ich jetzt gut Geld. Jetzt habe ich einen guten Pokal. Heißt, letzte Aktion. Ach, okay. Ich mach jetzt den Titel hier. Oh, dann bist du hier Dings. Oh, ich würde gerne. Na, du kannst mich ja dann nicht. Das geht ja jetzt nicht. Create! Ich würde mich ja gerne dir anschließen, ne, aber. Das kann ich ja jetzt nicht. Das müsste. Du könntest maximal fragen, doch, ob dein. Bist ja unter mir. Ja, du müsstest aber maximal fragen, ob du mich haben kannst. Weil andersrum geht's. Ich kann ja nicht sagen, ich möchte dir unterstehen. Das geht nicht, nein. Aber gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge? Ja, das war's für die Folge. Nächstes Mal klopfe ich mich dann mit den Bauern hier. Und mal gucken, was. Herzogtum Gothic, keine Grafik. Nächstes Mal passiert. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.